Willkommen bei Mr. Waller. Im heutigen Video gehen wir gemeinsam am Mincho angeln. Also wir werden unsere Zeit hier am Mincho verbringen. Wird auf jeden Fall ein geiles Video. Bleibt dran. Jo. Morgen. Was tust du da? Chill mal Basis an. Guck beim Rasen oder beim Wachsen zu. Ist ganz interessant. Ja, da kannst du nicht verbringen. Hast du schon was gesehen? Das wird von Tag zu Tag mehr, Max. Deswegen muss ich jeden Tag genau analysieren, das Ganze. Okay. Oh, es war gerade so chillig und jetzt kommst du. Boah, ja, tut mir leid, aber Arbeit steht an. Ja. Was machen wir, Maxi, halt? Keine Ahnung. Ich auch mal. War kein Plan. Ich mach mir noch Gedanken, Maxi. Ich geh noch kurz in mich. Okay. Privatsphäre aufgezogen. Man muss denn bei dir immer so heiß sein? Ja, aber in Italien sind, also ist es nicht heiß. Das ist schon eigentlich spätsommerlich kühl. Okay, erklär mal, was wir jetzt gemacht haben und was wir jetzt machen. Jetzt machen wir den Angelladen und ein paar Köder. Mhm. Und dann gehen wir fischen. Was haben wir schon gemacht? Angelzeuggericht. Aha, und? Eine Rute halt am Bootfisch geschraubt. Genau, danke. Du hättest ein bisschen ausführlicher machen können, aber das war schon gut. Brauchst du nur einen Knopf drücken? Ja, genau. Also, Maxi, was machen wir jetzt? Angelladen, shoppen. Was brauchen wir? Fischchen. Besatzaale brauchen wir. Besatzaale. Nee, wir brauchen andere Köderfische. Nein, wir brauchen Besatzaale. Achso, aha, okay, jetzt. Köderfische. Richtig, richtig. Das muss man alles erklären. Mincho braucht Aalbestand. Und da bin ich? Sieh, da bin ich. Quattro Anquille. Ciao. Ich mach das alles ganz gern, Aale besetzen. Und dann stelle ich mal oben vor, wie sie so schön durchs Turbinenrad vom Wasserkraftwerk schwimmen. Ja, und zerfällt. Und komplett zerfetzt. Und komplett zerfetzt. Genau. So, sich. Nachhaltigkeit. Deswegen tue ich ab und zu mal Aale besetzen. Hat er ja wegen uns gehupt oder was? Oder wie? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ha? Hab ich auch gesagt, ja. Fans. Okay, dann wieder zurück ans Haus. Jetzt wieder ans Haus, oder? Und dann geht's los. Und dann ab in die Sonne. Ab in den Sonne. Dann weiter jammern. Es ist ja verf***t heiß. Geschafft. Was? Machst du jetzt kleinen Besatz oder? Nein. Später. Ja, ich gehe ein bisschen spazieren. Okay. Ja, die müssen sich ja gewöhnen an die neue Umgebung. Ja, erst müssen ein bisschen an die Leine und gehen ein bisschen spazieren. Dann setzen wir. Arrivederci, Haus. Hallo, alle. Wie geht's in den Besatz allen? Geht's in ein neues Leben, Jungs? Nur wegen deiner sind wir da. So, jetzt haben wir den Schwanenkampf von der Woche. Hammer. Das ist der Akku. Das ist der Akku. Ja. Nochmal? Ich hab gesagt, das fahren wir ganz gemütlich. Da hoch, hängen irgendwo Staubboden hin. Dann gehen wir noch das Spinnfisch rum, das war abgeglichen als Köder noch. Uhu. Und dann Stellfische heute oben, oder? Perfekt, sind gut. Sobald das Licht ausgeht, weil das, was wir hinwollen, ist halt, was soll ich denn sagen? Wird halt nicht so gern. Also schon, man darf es, aber es ist nicht so gern gesehen. Sag du es, da muss ich es nicht sagen. Ja, ich habe möglicherweise. Vielleicht, du hast. Vielleicht, wir haben beide. Brauchen wir jetzt gar nicht so reden. Mir ist aufgefallen, okay, auf halber Strecke, dass wir überhaupt gar keine Stellrute dabei haben. Wir stehen da vorne am Baum. Exzellent. Exzellent. Maxi, holst du die Stellrute? Ja. Können wir machen, ja. Ja, ja. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir was gespeist, was Gutes. Dann haben wir Getränke geholt. Und die leichte Spinnrute raus.
Und jetzt gehen wir Stellfischen. Aber geil. So, der Plan, die Aale. Topfit, Alter. Die wollen wir machen. Das haben wir so den ganzen Mittag dressiert. Ja, damit sie endlich freikommen. So, jetzt hast du einen zweiten Anker, Max. Zweiter? Nee. Hey Jungs und Mädels, eine ganz kurze Unterbrechung für ganz wichtige Informationen. Weil ich genau weiß, bei 30 Grad Außentemperatur denkt von euch keiner an Weihnachten. Auch in diesem Jahr wird es ihn wieder geben, den Zeckfishing Adventskalender. Mega geile Geschenkidee für eure Liebste. Ihr wisst, ein Warenwert, bam, an die 200 Euro und kostet nur 99,95. Mega geile Geschenkidee, zu einem ganz, ganz fairen Preis. Der Weltkalender wird dieses Jahr extrem limitiert sein, aber mit komplettem Inhalt getauscht, also mega geile Sache auf jeden Fall drin, lohnt sich echt. Und jetzt für die schnelle Vögel unter euch, Early Bird Phase, wer bestellt den Kalender noch bis zum 1.9., hat die Möglichkeit, ein Golden Ticket im Wert von 500 Euro dazu zu gewinnen. Also wie geil bitte ist denn das? So, der Kalender könnt ihr also ab jetzt bestellen, bis zum 1.9. in der Early Bird Phase. Ausgeliefert wird da Ende Oktober, denke ich, auf jeden Fall. So habt ihr dieses Jahr schon ein bisschen früher. Mega geile Geschenkidee. Jungs und Mädels, ihr findet das Ganze bei www.zeckfishing.com. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ciao. Deine Hose, weiße T-Shirt, weiße Schuhe. Scheiße. So, Amber. Jetzt erzähl mal kurz. Jetzt machen wir Stellfische. Jetzt machen wir unsere Montage fertig. Wir sind schon ziemlich fertig. Haben jetzt gerade das Boot abgeholt. Das Schlauchboot abgeholt. Schlauchboot, was wir vorhin gebaut haben. Genau. Jetzt sind wir da am Spot, wo wir hinwollen. Routen fertig machen und bei schwarzer Luft dann rausfahren. Noch ein letztes Büchselicht, Maxi. Fahren wir nach, setzen wir die Route. Dass ist vorher da nichts passiert. Optimal. Keine Ahnung. Sollen wir einen kleinen Tackle-Check machen? Aha, jetzt machst du deine Montage fertig. Ist sie schon? Ja, ich muss noch kurz modifizieren, muss noch ein Wirbel dran. Genau. Für die für den Wurm. Okay, dann machen wir da danach einen Tackle. Fertig mit deinem Umgebau. Jetzt ist alles modifiziert, so wie wir es brauchen. Alter. Perfekt, na dann. Tackle Check. Okay, also als Route fischen wir die Kette Tech Stone in 3 Meter Länge. Dann haben wir drauf die HR20 mit einer 55er Haltline. Standardprogramm, so wie eigentlich immer, gell? Dann haben wir da oben so ein. Fangt schon wieder an, Alter. Gummiteile. Ich will mich auch gar nicht umstellen. Okay. Aber keine Ahnung, so ein Beat oder irgendwas, Wobber Beat oder was, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Rubber Beat, glaube ich. Okay. Dann ein Burl Bowing Swivel mit 90 Kilogramm. Oben drüber ein Sleeve in Hashtag Ends. Unten drunter ist ein Alu-Sleeve, also eine Quetschhülse. Dann fischen wir ein Ends 05er Pro Leader. Unten haben wir so Spongeblei, 30 Gramm. 20 cm unten drunter ein Mr. Wallerhoge in S. Ein Sleeve, Hashtag Ends, No Knote. Und unten habe ich jetzt noch einmal da so ein No-Name-Wirbeltrag geknippelt, wo wir unseren Wurm einhängen. Und unseren Wurm hängen wir, weil wir im See fischen, im Knickei. Also den stechen wir vorher vor im Knick. Und deswegen auch dieser gerade No-Name-Wirbel, dass wir schön durchfädeln können und einfach zumachen. Und dann ist das Ding wirklich schön die ganze Zeit in Bewegung. Und sicherheitshalber natürlich eine Mono und geflochtene Schnur, damit wir keine Probleme kriegen, dass ich nichts verhedert, sagen wir es mal so. Optimal. Dankeschön. Tackle-check. Super, Tackle Check vorbei. Ich will die Kugel in Ufer. Oder mit der gerade geht. So, in diesem Schlüsselpunkt da gerne, so dieser Bereich. Jetzt müssen wir da hin. Sind dann noch die Paddel so? Alter, wie viel sind das?
Jung. Ja. Jetzt ist gerade die übelste Moskito-Time, Jungs und Mädels. Ja, sehen Sie ja, goldene Stunde. Eva-Waffe ist scharf. Die Anna legen wir, wenn es dunkel ist wirklich. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich hoffe, es passiert was. Und wenn was passiert, dann melden wir uns auf jeden Fall. Falls der Max nicht verschläft. Falls er nicht dabei stirbt an Mücken, Alter. Das stimmt, das ist gerade krass, gell? Komplett, man sieht es am Video auch. 100 um deinen Kopf rum, Alter. Auf, ab. Ja. Moin. Moin. Lange Nacht, oder was? Ja, schon. Fangen immer nichts, ne? Ne, nicht wirklich. Sind wir gewohnt. Außer zig Mückenstiche. Ach ja, das war übrigens genau. Und keine Ahnung, was mit denen los ist. Irgendwas stimmt mit denen. Naja, egal. Tja, würde ich sagen, wir beenden an der Stelle das Video, oder? Wenn wir müssen, ja. Würde ich auch sagen. Sehen. Jungs und Mädels, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Noch viel, viel mehr hoffe ich. Wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Und bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Petri Heil. Ciao.